Auch wenn ein Accent-Gerät keinen offenen Windows-Zugang hat, kann es nützlich sein, das Gerät mit WLAN zu verbinden. Damit kann man sehr schnell und einfach Software-Updates durchführen und das Gerät kann auch mit Realized Language verbunden werden, um die Sprachdatenaufzeichnung zu benutzen. In diesem Video zeige ich, wie man das Gerät verbinden kann. Ich gehe zuerst in die Toolbox. Dann gehe ich zum Menü System und wähle Hardware Diagnostik und dann Netzwerkeinstellungen. Hier bin ich auf der Windows-Oberfläche. Hier kann ich die Einstellungen finden und wähle Netzwerk und WLAN. Hier kann ich die WLAN-Netzwerke, die zur Verfügung stehen, sehen und wähle ein aus. Mit der Bildschirmtastatur von Windows gebe ich mein Passwort ein. Vielleicht muss ich die Tastatur auf dem Bildschirm etwas bewegen, damit ich das Fenster sehen kann. Wähle ich OK und mein Gerät ist schon mit WLAN verbunden. Ich schließe die Fenster, gehe wieder zu New Voice zurück und wenn das Gerät im Bereich des WLAN-Netzwerkes kommt, wird es immer automatisch verbunden.